Über dieses Heft könnten wir stundenlang reden. Die aktuelle Ausgabe der .NET Pro. Ich bin Tilman Börner, Chefredakteur der .NET Pro, und ich möchte Ihnen kurz ein paar Highlights dieses Heftes zu Gemüte führen, denn Ihre Zeit ist begrenzt und es, wie gesagt, wir können stundenlang drüber reden. Der Schwerpunkt diesmal beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software, und zwar in dem Stadium, wenn die Architektur fertig ist, wie es dann hingeht zu einem fertigen Projekt, denn das ist ja das, was Sie verkaufen, eine Dienstleistung oder ein Produkt in Form von Software. Und wir zeigen Ihnen in verschiedenen Artikeln, wie Sie es schaffen, von der fertigen Architektur hin zur Software zu kommen und das möglichst schnell und mit möglichst evolvierbarer, also erweiterbarer Software, wie Sie mithilfe von einer Software Factory es schaffen, die Software schnell herzustellen, denn Zeit ist Geld. Worauf ich Sie besonders hinweisen will, ist aber auch noch funktionale Programmierung mit C#. Funktionale Programmierung unter dem .NET Framework verbindet man eigentlich erstmal mit F#, dieser neuen Programmiersprache, die teilweise schon für Furore gesorgt hat, aber viele Programmierer sperren sich noch dagegen. Und das ist auch vielleicht auch zu Recht, denn funktionale Programmierung, dieses Paradigma, dass eben mehr Funktionen benutzt werden und dadurch Asynchronizität besser verarbeitbar ist, das ist ein durchaus gutes Paradigma, und Sie brauchen dazu F# nicht. Das ist die Aussage dieses Artikels. Es geht auch mit C#. Wie das geht, zeigt Ihnen der Autor Carsten König in diesem ersten Teil einer dreiteiligen Serie. Und auf unsere Kolumne Kochen mit Patrick möchte ich Sie noch besonders hinweisen. Wir haben ja als Profi-Magazin für .NET-Entwickler immer etwas, wo man ein bisschen schmunzeln kann oder auch was nachkochen kann, nämlich das Kochen mit Patrick als ständige Kolumne. Darin gibt es nicht nur Technologie vermittelt, sondern es gibt eben auch in jeder Ausgabe ein Rezept. Und diesmal sind es sommerliche Wraps. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wraps. Gemüse und Thunfisch ummantelt in leckerem Teig. Ja, das sind so die Highlights, die ich Ihnen zeigen wollte in der .NET Pro. Wie gesagt, sie liegt am Kiosk. Sie können sie aber auch online bestellen unter www.dotnetpro.de. Schauen Sie mal rein, bestellen Sie ein kostenloses Probeabo. Da bekommen Sie 2 Ausgaben und können überprüfen und schauen, ob die Artikel wirklich das halten, was ich Ihnen gerade versprochen habe. Tschüss.